Ich heiße euch mal wieder herzlich willkommen bei Think Big. Heute geht's mit der nächsten Folge für euch weiter, beziehungsweise im nächsten Arbeitsschritt für mich. Wir gehen mal runter. Letzter Stand war ja, dass wir die Längsbalken hier gesetzt hatten, hier vorne alles bereit gemacht hatten für diesen Art Vorraum, wenn man so sagen will, nach der Treppe. Punktfundamente ausgehoben. Nächster Step heute. Wir buddeln die Löcher für die Querbalken einmal hier entlang. 4 oder 5, das muss man dann nochmal ausmessen. Und ansonsten machen wir dasselbe auch nochmal hier entlang. Und ja, das ist praktisch so erstmal jetzt der Step für heute. Mal gucken, wie sich da der Boden ergibt. Jetzt bei den ersten 9 Löchern ging es ja so semi. Deswegen bin ich bester Dinge. Mir fällt auch gerade auf, ich habe den Karton oben vergessen in der Wohnung mit den Eisen. Ich habe nämlich nochmal von den Balkenschuhen nochmal welche bestellt gehabt. Bei meinem Beschlagshändler, da waren die doch Tatsache ein gutes Stück günstiger. Außerdem gab es die nicht mit so langen Schäkeln im Baumarkt, wo ich geguckt habe. Ja, fangen wir an mit Buddeln. Wird wieder spaßig, wobei man das ja mal besser drankommt als das letzte Mal. Also bin guter Dinge. Let's go. So, die Löcher sind fertig. Tutti, completi, fertig. Und ich auch ansatzweise. Also das war jetzt doch noch ganz schön eklig. Hier drüben 5. Hier war ich erst überlegen, ob ich nur 4 mache, weil hier ja nicht wirklich viel Gewicht hinkommt. Hier soll ja die Wand hin, wo die Tanks dann hinkommen, aber hier drüben eigentlich nur Schwerlastregale mit leichter Last so rum, aber habe jetzt auch mal 5 gemacht. Also hier hinten, das war die letzten dreien hier. Da brauchst du echt kein Wort drüber zu verlieren. Also das ist, was da für Brocken drin waren. Ich bin kein Steinanalyst, aber ich würde es jetzt mal nicht auf Mörtel, obwohl Loch kann sogar Mörtel sein. Ja, das hat 0,0 Spaß gemacht. Ja, hier sieht es jetzt aus wie in einem, keine Ahnung, Maulwurf-Trainingslager, wenn man so sagen will. Ja, gucken mal, dass ich jetzt noch zur Puste komme. Und dann ist das nächste Thema Balken ziehen. Natürlich habe ich keine 4,5 Meter Balken da, sondern mache das mit angesetzten 3 Meter und nochmal 1,50 Meter. Sprich, wir setzen an einer Seite an, tun ungefähr auf der Höhe stoßen. Deswegen habe ich die Punktfundamente für die Schuhe extra außerhalb gesetzt. Und dann bocken wir die auf, gerade am Übergang. Das tue ich dann gerade alles mit Linienlaser ausrichten, das ist das Einfachste. Wenn der und der dann sitzt, dann können wir wirklich anfangen mit dem Mörtel aufgießen. Und wenn der Mörtel sitzt, wo sollen sie dann noch hin? Und dann fange ich an, die Querbalken zu setzen. Thema, was mir im Nachhinein auch noch gekommen ist, was ich noch machen möchte, wo ich aber noch so keine 110% Lösung für mich habe. Hier soll ein Bodenablauf rein. Ungefähr, ja, ich denke mal vor den Tanks, da würde ich so ein bisschen eine Schwelle setzen. Also ungefähr so in der Region, sprich, wir legen Rohre hier entlang. Punkt ist der, hinter der Wand sind die in Anführungsstrichen Regenwassertanks, wo auch das Abwasser von der Osmoseanlage hinlaufen soll und das Abwasser von Becken. Wir wollen ja hiermit auch erreichen, dass wir möglichst ökologisch und nachhaltig arbeiten, sprich alles, was an Wechselwasser aus dem Becken rauskommt, außer aus Becken logischerweise, wo Medikamente behandelt werden,
Die landen als Gießwasser bei uns im Nutz-großen Garten. Ja, Punkt ist der, ihr könnt euch vorstellen, die Kante hier ungefähr einen halben Meter tiefer ist der Boden, wo die Tanks draufstehen. Das heißt, theoretisch, wenn ich mit dem Abflusssystem hier rausgehen würde, wäre ich knapp 1,20 Meter unter Tankoberkante. Die Tanks sind ungefähr 2 Meter hoch. Jetzt war ich schon am Überlegen, zwischendrin mir eine Speisbütte zu setzen mit einer kleinen Tauchpumpe und dann praktisch ein Festrohr nach oben, nach draußen und dann praktisch in die Tanks und wiederum. Die werden dann auch einen Überlauf haben, sprich davon dann aus läuft es dann einfach wirklich in den Garten. Für mich ist das halt jetzt so ein bisschen so eine Tüdellösung. Natürlich könnte ich auch mit einer Hebeanlage schaffen, ist natürlich auch wieder ein Kostenfaktor, klar, so eine Tauchwasserpumpe ist auch wieder ein Kostenfaktor. Also ich bin noch nicht so 100% einig, weil der Punkt ist ja auch der, ich hoffe, es blendet nicht so arg gegen, wir kommen ja von hier oben auch mit unseren Abwassersystemen runter, gehen praktisch hier rum und hier soll so das zentrale System, wenn man so sagen will, sein, wo alles dann an Abwasser gebündelt wird. Ich will ja eine klare Trennung machen zwischen Wasser, was man noch nutzen kann für Gießwasser, als auch Wasser, es gibt ein eigenes Waschbecken dann für zum Beispiel mal Hände mit Seife waschen, Desinfektion, sonst irgendwie was. Und das kommt dann praktisch ans normale Abwassersystem. Das muss ich halt irgendwie trennen. Worauf will ich hinaus? Ja, da habe ich halt noch keine 100% Lösung. Wenn einer von euch eine Idee hat oder sowas ähnliches schon mal bei sich im Keller konzipiert hat, halt's in die Kommentare unten rein. Wir leben vom Wissen anderer. Oder beziehungsweise vom gemeinsamen Wissen können wir gemeinsam auch was ertragen. Keine Ahnung, wie man sagen will. Ich merke gerade, dass der Sauerstoff im Hirn fehlt. Das wäre dann noch ein Theorieteil, den muss ich dann auch angehen. Aber das langt dicke, wenn ich das mache, bevor die Platten reinkommen. Also da brauche ich erst drüber nachzudenken, wenn hier überall der Beton in den Fundamenten drin ist. Ja, würde ich sagen, machen wir ein Päuschen und gucken wir mal, wie es weitergeht.
Ja, ich glaube, man kann es mir schon am Lächeln ansehen. Es ist gut vorangegangen und bisher geht so der grobe Plan auf. Ich mache jetzt für heute Schluss. Zum einen langt es jetzt und ich muss noch ein bisschen Video schneiden am PC und zum anderen die Schrauben sind mir ausgegangen und die ich jetzt bräuchte, sind in dem Karton, den ich oben in der Wohnung vergessen habe. Ja, so sieht der aktuelle Stand aus. Das sind natürlich nicht alle. Das ist so ungefähr die Rasterung, wo ich hin will, sprich. Hier kommt dann noch einer hin, da einer, da einer, da einer. Die habe ich nur rein, dass ich ein bisschen Gegendruck üben kann, wenn ich wie, Moment, wie hier die Löcher bohre und die Schuhe anschraube, dass das Ding nicht so hin und her gagelt. Mit dem Abstand passt super. Die Balken sind stellenweise ein bisschen rund, aber mein Gott, das ist nur eine grobe Unterkonstruktion. Man sieht zum Beispiel hier so stellenweise, es ist halt Bauholz. Aber wenn dann nachher die Firma-Zeltplatten drüber sind, bockt das niemanden. Ja, so sieht jetzt praktisch die linke Seite aus. Das Ganze hier mal provisorisch unter Bock, haut aber auf einen Millimeter genau hin. Und wenn das Ganze dann einbetoniert ist, dann sitzt das. Und das machen wir praktisch dann im nächsten Step auch hier drüben. Natürlich hier jetzt erstmal fertig, sprich wir tun ausbetonieren. Mehr von den Querträgern mache ich nicht rein, sonst mache ich es mir nur unnötig kompliziert, hier mit der Speisbitte rumzurennen und reinzukippen. Sprich, die restlichen kommen rein, wenn die Fundamente sitzen. Dasselbe machen wir hier drüben, sprich einmal den Querbalken, zwei von den Querteilen, Schuhe ansetzen und dann geht's tatsächlich wirklich endlich ans Betonieren. Ja, es gibt Struktur. Mir freut es auch immer, wenn ich so, das ist so ein bisschen der innere Monk. Rechtwinklig, geradlinig, da kommt halt auch ein bisschen der Schreiner raus. Ja, freut mich, läuft, kann mich nicht beklagen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in ein paar Sekunden wieder, beziehungsweise für mich dann wahrscheinlich übermorgen, weil morgen ist Einkauf- und Haushaltstag. Und am Donnerstag würde ich dann, denke ich mal, Tatsache hier dann weitermachen. Ja, wir sehen uns in ein paar Sekunden wieder. Und da sind wir auch schon wieder. Heute geht's weiter. Und zwar, wir gucken nochmal drüber. Ja, hat sich nicht viel verändert an der Ausgrabungsstätte. Wir machen jetzt Copy and Paste. Sprich, einmal genau das, was hier links passiert ist mit dem zentralen Balken. Einmal hier rechts hin. Und dann können wir auch schon anfangen, die restlichen 10 Betonierschuhe anzuschrauben. Mir ist auch aufgefallen, ich habe sogar noch einen auf Puffer, falls irgendwo noch eine Schwachstelle sich ergeben sollte. Und ja, ein paar Versteifungswinkel noch hier und da. Und dann wird die Oberkonstruktion für den Boden erstmal soweit sitzen. Und dann können wir auch schon ans Betonieren gehen. So im Nachhinein, nüchtern betrachtet, werde ich es wohl doch auf zwei, dreimal machen, weil ich glaube, wenn ich die 17 Löcher da auffülle und ich wahrscheinlich 41 Kilo Sack pro Loch brauchen werde, kann man mich danach einliefern. Also sprich, werde ich es wahrscheinlich doch auf zwei, dreimal machen. Aber grundprinzipiell nicht das Thema in der Zwischenzeit, wenn das ganze Kram aushärtet und trocknet, haben wir noch ein paar andere Sachen, wo wir dran weitermachen können. Ich habe auch mittlerweile eine schönere Lösung gefunden für, ich weiß nicht, warum ich es euch zeigen soll. Da unten war ja noch diese eine Luke dran. Da werde ich von unten ganz einfache billige Spanplatte dran spaxen. Weil da war früher mal so eine Art, keine Ahnung, Wurfschacht, whatever, Fallschacht. Keine Ahnung, Schwiegermama, Loswerdeloch, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Ja, das werde ich sogar mit Beton einfach nur auffüllen, aber ich erst überlegen, ob ich da auch so eine Rahmenkonstruktion reinsetze mit Firma-Zeltplatten, aber das ist viel zu viel Aufwand. Ja, tun wir einfach eine Platte von unten dran spaxen, füllen das Ganze oben auf, machen Armierung mit rein, die wiederum auch in den bestehenden Beton mit eingesetzt wird. Und dann sitzt das Ganze auch sauber. Ja, ich würde sagen, wir legen los.
Dulle. Das ging recht schnell von der Hand. Der zentrale Balken sitzt jetzt auch hier. Ohne Probleme. Auch im Laser kann man sehen. Ist halt einfach ein Luxusding. Das ist also, brauchst nicht lang mit einer Wasserwaage oder sonst was rumzumachen, sondern kannst da schön eine Linie ziehen. Das passt jetzt soweit. Jetzt gehen wir dran. Die Balkenschuhe an den 5 Löchern und an den 5 Löchern festzuschrauben, sprich vorbohren und dann mit den 8er Schrauben ordentlich anknallen. Dann muss man gucken, ob ich die Dinger noch abflex. Ich habe nämlich nachher noch einen Termin, muss dann mal gucken, wie ich zeitlich liege. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ja, bin bisher echt wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr happy. Vor allem, wenn das jetzt endlich mal Struktur ergibt. Und ja, machen wir weiter. Sulle, das ging auch recht flott von der Hand. Ein bisschen Zeit habe ich noch, ich würde sagen, die nutzen wir. Und ich fange schon mal an, die Überstände abzuflexen. Sprich, ganz einfach hier sauber mit der Flex abgeführt. Und in der Hoffnung, dass ich dann später dran denke, tue ich dann noch ein bisschen Metallschutzlack drüber streichen, weil die Dinger sind nur verzinkt. Nicht, dass dann doch mal irgendwann an der Stelle rostet. Und boah, würde ich sagen, habe ich ein bisschen was vor mir. Ja, bin ich doch tatsächlich noch fertig geworden mit dem Flexen. Mal gucken, dass ich meine, die rüber anhau. Ja,
Ihr wisst, was das heißt. Das heißt, wir können ab, insofern natürlich die Temperatur mitspielen, bis dato, Moment, Klopfer auf Holz, bis dato sieht es gut aus, dass die Temperatur nächste Woche mitspielen, dann können wir anfangen, Tatsache mit betonieren. Ich muss noch sagen, das ergibt so langsam echt ein gutes optisches Gesamtbild. Das mit dem Abflexen und auch ohne Probleme funktioniert. Hat zwar insgesamt 4 Flexscheiben gefressen, aber was soll's, ist ja auch Verschleißmaterial. Ja, so sieht's jetzt aus. So ist der aktuelle Stand. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Fortschritt, muss ich ehrlich sagen. Jetzt kommen die in Anführungsstrichen problemloseren Geschichten. Problemloser heißt nicht zwingend einfach, gerade den ganzen Beton hier runterschleppen, als wieder anmischen, reinkippen. Aber halt die Kopfschmerzen rein. Es ist soweit alles vorausgerichtet. Ich gucke dann nochmal vor dem Betonieren final, halt nochmal die Wasserwaage und den Laser, also beides zusammen mal drüber. Aber wenn dann der Beton sitzt, können wir hier sauber drauf aufbauen. Keine Probleme mehr mit irgendwie schiefen Räumen, sonst irgendwas. Die Wände, klar, die sind immer noch ein bisschen schief, aber das können wir mit der Unterkonstruktion ausgleichen. Da muss ich sagen, bin ich doch schon wirklich sehr happy. Und es kommt Struktur rein. Ich mag Unterkonstruktion, muss ich auch ehrlich dazu sagen, sowohl im Dach als auch im Wandkonstruktionsbau, in dem Fall jetzt Keller hier. Macht doch schon wirklich Laune, wenn das Ganze winklig sauber und in der Waage sitzt. Und ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, zum einen natürlich, wie euch das Video gefallen hat und wie ihr die Fortschritte findet, als auch das, was ich von vor ein paar Tagen angesprochen habe, ob jemand eine Idee hat bezüglich der Lösung für dieses Abwassersystem. Also wie gesagt, die beste Lösung, die mir einfällt, weil ich dann halt den Schwupps von hier wieder nach da oben muss, ist entweder Thematik Speisbütte einlassen mit Tauchpumpe oder halt eine Hebeanlage. Eigentlich grob wie gesprungen, funktioniert beides automatisch, also wenn man das passende Gerät hat. Kostenfaktor, hab mal verglichen, ungefähr gleich. Natürlich, wenn ich es unter der Erde setzen würde, würde ich da auch einen Wartungsschacht, so einen Schachtdeckel 50 auf 50 mal reinsetzen. Da habe ich auch schon nachgeguckt, kriege ich ohne Probleme. Ja, vielleicht ist ja ein Sanitärfachmann unter euch. Ansonsten habe ich auch noch einen ehemaligen Arbeitskollegen, den ich schon mal fragen kann. Aber vielleicht weiß ja einer von euch was. Einfach mal unten reinschreiben. Vielleicht hat ja zufällig in letzter Zeit einer einen Keller ausgebaut. Ja, fertig. Feierabend noch nicht, weil ich das Video jetzt noch fertig schneide, dass es hoffentlich morgen dann online geht. Und in diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Think Big Video. Euer Nils von Schwimmpaddel. Schönen Freitag noch.